Hallo und herzlich willkommen zurück bei Apache Science, zurück bei Portal Nummer 2, Folge Nummer 6. Ich habe mich noch ein Ticken leiser gedreht. Ah, das ist doch nicht wahr. Es gab, glaube ich, am Ende ein paar Stellen, wo ich immer noch übersteuert habe. Ich habe wirklich keine Ahnung. Frag nicht, es ist alles merkwürdig. So, weiter geht's, würde ich sagen. Ich hoffe, jetzt geht's. Das ist alles nicht wahr. So, Hard Light Bridges. Ja, haben wir vorhin ja schon gesehen. Fantastisch. Gut, weiter geht's im Text. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, welches Level als nächstes kommt. 12 oder so? Mal schauen. Mal schauen. Zum nächsten Test gehören Geschütztürme. Erinnerst du dich? Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Oh, warte, das bist du in 5 Sekunden. Oh, nee. Nee, bitte nicht. Ich meine, ich liebe sie, aber ich hasse sie auch. Oh, ich hoffe, die sagen immer noch dasselbe wie in Portal 1. Das wäre fantastisch. Joa. Supi. (lacht) 13. Ich war nicht so falsch. Ah ja. Okay, pass auf. Ich kann da keine Portale hinsetzen. Da geht. Da geht nicht. Okay, das heißt Taktik umrennen. Ja. Ich bin dir nicht böse. Sehr schön, das haben sie behalten. Ich bin dir nicht böse. Okay, bei dem wird es jetzt schon ein bisschen komplizierter, ne? Aber ich bin mir sicher, wir können das lösen. Wenn wir schnell sind. Hi. Ja, kein Problem. Ich habe dich aber noch nicht verloren. Moin. So. Zum Glück sind die nicht so standhaft. Das macht alles sehr viel einfacher. Okay. Mal kurz schauen. Ah, okay, die können es dadurch nicht sehen. Sehr gut. Er steht auf weißem Boden. Ich weiß allerdings nicht, ob das bedeutet, dass wir dort ein Portal hinsetzen können. Ich meine, wir können es ja mal probieren, ne? Was kann schon schief gehen? Niemand. Ja, okay. Au. Das ging. Das ist lieb. So, alles klar. Nice. Oha. Ja. Das sind die ganzen Geschütztürme, die wohl aussortiert wurden. Hm. Okay. Sehr interessante Sounds. Ah, okay, wir bekommen wieder einen Kubus. Das finde ich gut. Mit dem wissen wir noch, wie das ging. Oh. Nope. Nicht heute. Nicht heute und nicht mit mir. So. Okay. Wir kennen es ja noch, ne? Fantastisch. Das ist lieb, dass du mir verzeihst. Moin. Nee. Hier ist absolut niemand. Das ist alles Einbildung. Einmal rauf da. So. Nett. Wunderbar. Okay, ich nehme mal kurz ein paar Kuben mit, weil wir haben gelernt, wir können die alle gebrauchen. So. Gut, da hinten sind noch ein paar mehr, ne? Wie machen wir das jetzt? Ich gucke mich nochmal kurz um. Oh, wir haben 3 Stück dort. Er kann uns definitiv sehen. Wobei... Ich guck mal kurz.
Theoretisch. Da bist du. Okay, er kann uns sehen. Aber die müssten wir eigentlich alle mit den Kuben ausschalten können. Mal gucken. Guck mal, das ist schon mal perfekt platziert. So. Okay, das wäre er. Dann mal da hinten hin, das ist er. Wir haben ja auch perfekt drei Kuben. Das ist natürlich sehr convenient. So, sehr schön. Und jetzt haben wir nur noch ihn. Und das war auch perfekt. Mensch, ich werde besser ein Portal setzen. So. Nice. Okay. Cool. Cool. Wahaha. Ah. Ich möchte nicht runter. Oh. Ich muss scheinbar hier runter. Ich glaube, ich muss hier runter. Ich will nicht, aber ich muss. Vielleicht kommt wieder, du bist hier falsch. Aber wir sind Meister darin, falsch zu sein. Von daher, ja, ist nichts Neues. Okay. Um konstante Testzyklen zu gewährleisten, simuliere ich auch nachts Tageslicht und menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. So verlierst du dein Zeitgefühl. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Das interessiert dich vielleicht. Das ist lieb von dir, aber kein Geschenk. Ich dachte, wir wären Freunde. Oh, Wow. Nice. Kann ich auch für zu Hause haben? Da kann ich öfters den Spiegel einschlagen. So. Cool. Ach so, okay. Ich dachte gerade, das wäre was anderes. Was? Wir müssen alle drei Ach du liebe Zeit. Wobei, gar nicht mal so schwierig, oder? Moment, das ist gar nicht mal so schwierig. Hä, ja, das geht doch voll. Moment, das müsste so funktionieren. Du erinnerst dich, dass ich ewig lebe und du in 60 Jahren tot bist. Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Das ist... eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Ja, also... Es ist ja auch irgendwo ein Symbol, so ein Geschenk, ne? Im Endeffekt geht es um die Symbolik, nicht um das Geschenk selbst. Also ich bin gespannt, aber... Das ist lieb, dass du an mich gedacht hast. Ich werde dir zu deinem Geburtstag garantiert auch was schenken. Dein Overall sieht blöd aus. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht... Ist so. Warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. Im Mode. Aus Frankreich. Sie hat einen Doktor in Mode aus Frankreich. Und dann kommt ein Satz wie, ich fand die Kleidung blöd. Makes sense, I guess. So, Nummer 15. Hi. Niemand da. Wie machen wir das denn jetzt? Okay, die sind hinter der Barriere und können uns scheinbar nicht sehen. Ha.
Warte mal. Nope, da hinten ist keine weiße Wand. Okay. Hm, warte mal, warte mal. Wir machen... Gut. Den machen wir schon mal nicht. Also, wenn ich jetzt hier ein Portal hinsetze und dann da ein Portal hinsetze, dann ist er geblockt, aber dann schießen die vier uns ab. Und das ist nicht so gut. Wenn ich da jetzt reinrenne, sind wir auch tot. Wie macht man das denn jetzt? Nee, Quatsch, das ist ja nicht weg. Nee, ich bin ja doof. Guck mal, jetzt können wir hier einfach rein. Ah. Da bist du. Ziel verloren. Ah, okay. Moin. Hallo. Kein Ding. So. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir... Also, ich bin jetzt direkt neben ihm. Das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich den hier machen. Fahre hoch. Suche... Und den hier. So. Ich hasse dich nicht. Das ist gut. Okay, kein Ding. Also, das haben wir geschafft. So, die da hinten müssen wir auch gar nicht ausschalten, ne? Das ist in der Tat recht praktisch. Oh je. Wie machen wir das denn jetzt? Okay. So vielleicht und so. Wir müssen den ein bisschen weiter runtersetzen, ne? Sowas hier. Jetzt dürfte er uns eigentlich nicht mehr sehen. Könnten Sie bitte herkommen? Nö. Das mache ich nicht. Nicht heute. Okay, das ist ein Katapult. Und da kommen wir dort hinten an. Okay. Ha. Wow. Okay. Wo bekommen wir denn unseren Kubus, sag mal? Oh. Wo bekommen wir denn unseren Kubus her? Von da oben wahrscheinlich, ne? Aber wie kommen wir da hin? Oh, ich weiß, wie wir da hinkommen. So kommen wir da hin. Ja. Ah. Und da ist der Kubus. Oh Gott. Da ist der Kubus. Ah, das ist doch Suizid, wenn ich da runterspringe, oder? Ich speichere mal kurz. Nur mal kurz aus Sicherheit, ne? Ich mache jetzt einen Suizid-Move. Das wird nicht funktionieren, aber no risk, no fun. Suche. Geh weg, Alter. So, nice. Das lief besser als gedacht. Das gebe ich zu. So. Gut, nochmal kurz darauf. So. Und... Bam. Da war was. Da war was. Aus Versehen auf das Ding rauf. Okay. Machen wir den und den. Suche
Ziel verloren. Suche. Gute Nacht. Geh weg. Wieso? Ich bin dir nicht böse. So. Nice. Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Ich habe 2 mit deinem Nachnamen gefunden. Oh. Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist. Tja. Erstaunlich. Erstaunlich, erstaunlich. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts, nur so viel. Du triffst 2 Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Menschen, sagst du? Oh, da bin ich aber mal gespannt. Also, die von der Apache Science, die wissen auf jeden Fall was von Design. Da kann man nicht meckern. Da kann man wirklich nicht meckern. Gut. Wir gehen mal wieder hier rein. Um Gottes Willen. Das ist nicht so gut, ne? Nummer 16. Fahre hoch. Noch jemand da? Schläfchen. Wer ist denn das? Könnten Sie bitte... Einer, der da drin ist. Noch jemand da? Wir müssen schnell sein. Schlafmodus aktiviert. Oh Gott. Okay. Heilige. Okay, wir müssen... Da sind 2 Kugeln. Ach du Scheiße. Was sollen wir hier denn machen? Okay, sowas geht. Cool. Moin. Ah. Ah. Ich glaube, ich weiß, was wir hier machen müssen. Aber wie machen wir das? Wie kommen wir jetzt an die Kugeln daran? Ah. Okay, verstanden. Überhaupt nicht mörderisch oder so. Nein, gar nicht. Ah, oh, völlig durchgeschmolzen. Nice. So. Warte, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Nee, das ist nicht richtig, oder? Doch, das müsste richtig sein. Okay, ich nehme den Kubus kurz mit. So. Mal schauen. Es ist nicht richtig. Dann müssen wir den einmal kurz drehen, ne? So? Jetzt ist die Linse doch hier vorne. Wo kommt denn der Strahl raus? Wenn der Strahl hier rauskommt, wir hatten den noch vorhin. Huch, warte mal. Wir hatten... Doch, wir hatten ihn so stehen, oder? Ich guck nochmal kurz. Moment. So. Ah. Scheinbar hatten wir nicht so. Ah. Er hat überlebt. Nicht überlebt. Nehmen alles zurück. Super. Okay. Gut, den hätten wir. Den hätten wir. So. Heute gibt's Barbecue. Ah, schade. Okay, das scheint ihn nicht zu treffen. Kann ich ihn noch weiter nach da schieben? Ja, aber dann trifft er den nicht mehr. Das müsste doch eigentlich... Das müsste doch locker treffen. Das müsste doch locker treffen. Jetzt habe ich Angst, dass er gegen die Wand schießt.
Un momento grande. Okay, jetzt geht's. Nice. Oh, gar nicht sadistisch oder so. Nein, überhaupt nicht. So, durch die konnte ich Portale nicht durchschießen. Okay. Gut, hätten wir das auch geklärt. Wir müssen aber dann irgendwie jetzt durch. Die Frage ist, wie machen wir das? Moin. Wie machen wir das jetzt? Wir müssen das Ding aufmachen. Und das geht, indem wir... Ach, da ein Blazer reinläuten. Ein Blazer muss... Warte. So. Und so, ne? Ja. Dann ist die Linse vorne. Und das müsste eigentlich funktionieren. Ernsthaft. Gar, dieser Kubus, ne? Immer im Weg. Ganz, ganz schlimm. Richtig schlecht erzogen. Immer nur im Weg, dieser Kubus. Hä? Wollte mich verarschen. Wir haben es gleich. Kann sich nur noch um Stunden handeln. So. Jetzt ist er wieder falsch platziert. So, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht mehr. Yes. Cool. Nicht cool. Oh Gott, wie machen wir das denn? Ah, mit dem Kubus. Natürlich mit dem Kubus. Ich dachte, wir brauchen den für später, für die Tür. Aber scheinbar müssen wir den jetzt darauf legen. Alles klar. Hab nichts gesagt. So. Nice. Cool. Nice. Aua, das tat nur leicht in meinen Ohren weh. Merkzettel, lasse eine KI niemals singen. Erst recht nicht ein Portal. Und mit diesem grauenhaften Lied beende ich dann mal auch die Folge, denn wir sind schon wieder über der Zeit drüber. Oh Gott, das war ja schrecklich. Meine Ohren, meine armen Ohren. Was war? Das war das Geburtstagsgeschenk? Ich glaube, es geht los. Gut, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao.